Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Und heute zeige ich euch, wie man die Pedals vom Nano Gaming Controller einstellt, weil ihr habt mich, also so viele von euch haben mich gefragt. So, anhand von Fortnite geht das ein bisschen besser, kann man das besser erklären. So, als allererstes ihr stellt nichts im Fortnite oder so ein oder in irgendein Spiel. Ihr drückt auf die PS-Taste. Geht in Einstellungen, Barrierefreiheit, dann Tastenzuweisung anpassen und dann seht ihr das erstmal. Dann denkt ihr euch, oh mein Gott, wie geht das? So, von Anfang an ist eingestellt, dass hier auf dem linken Pedal ist eingestellt, dass das nicht Kreis X ist, genau, das soll X sein, erstmal hier, das könnt ihr auch sehen. Und das ist Kreis, also zurückgehen. So. Das ist von Anfang an eingestellt. Aber wenn ihr es umändern wollt, also umstellen wollt, dann müsst ihr Folgendes machen. Also ich sag mal jetzt, anhand von Fortnite, zum Beispiel, ihr habt Bearbeiten hier auf L3. Und ihr wollt L3 auf diesen Pedal haben. Also hier wäre dann Kreis. Also ihr wollt L3 auf Kreis umändern. Dann macht ihr das einfach. Dann drückt ihr hier Kreis und das macht ihr L3. Dann ist das einmal hier angezeigt und einmal da. Genau, jetzt ist ganz wichtig, dass ihr bestätigen drückt, damit das auch so gemacht wird. Ja, und jetzt müsste es auch schon klappen, genau. Allerdings, könnt ihr jetzt hier sehen, ist L3 jetzt Kreis. Und Kreis ist L3. Ja, anders geht's leider nicht. Habe ich auch schon ausprobiert, aber anders geht's nicht. Ja, so muss man halt klarkommen. Aber ja, ist eine bessere Möglichkeit als gar nichts. Ne? Also, hier könnt ihr auch sehen, in-game ist dann Kreis. Dann baut ihr keine Ahnung was. Ich habe lange kein Fortnite mehr gespielt, deswegen kann ich gar nicht mehr bauen. Oh mein Gott. Ja, ihr wisst, was ich meine. So, zum Beispiel. So. Und jetzt könnt ihr hier sehen, das ist jetzt L3, wie ihr es haben wolltet. Zack, editieren und dann, ja, dann könnt ihr editieren. Ihr müsst euch halt nur merken, das zeige ich mal an der anderen Kamera, ja, das ist halt dann L3 und das halt editieren, also, oder so. Dann müsst ihr wieder so zurückgehen und das dann editieren. Und wenn ihr jetzt zurück macht, genau so, so, ja, das muss man sich halt merken, aber ich denke, da kommt man auch gut klar damit. Das war's auch schon mit dem Video, das war jetzt ein kurzes Video, aber ja, damit ihr Bescheid wisst, wie das funktioniert, und ja, ich hoffe, ich konnte euch das gut erklären. Und ja, vielleicht streame ich demnächst mal wieder FIFA. Und bis zum nächsten Video. Ciao.